Guten Morgen, endlich wieder kochen. Hier werde ich Kartoffeln nehmen und die mit der Mandoline klein schneiden und dann in meine Auflaufform geben. Und dann immer wieder zwischendurch kommen mit einer schönen Butter aus Rosmarin, Thymian und Knoblauch immer wieder schichten. So, dass wir so einen richtig schönen Kartoffelkuchen haben. Der sieht gut aus, der Kartoffelkuchen. Hier ist das Püree, die Erbsen habe ich übrigens reingemacht wegen der Farbe. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Petersilie aus dem Garten, ein bisschen Kresse, Limette, dahin geröstete Sonnenblumenkerne und Sesam. Und da gibt es noch die veganen Dinger vom Mühlenhof. Wow, gespannt, wie er sich so mal anschneidet.